hier an. Das Sandwich-Eis, den Zitronentee und die Pistaziencreme. Die reift jetzt auch schon seit 2 Wochen. Und da habe ich jetzt nur das Zitronentee in irgendeinem Tank drin, aber ich weiß nicht mehr in welchem. Deswegen machen wir jetzt mit den 3 einen reinen Tripler-Test. Bin mal gespannt, wie die munden. Der Zitronentee, der ist mega lecker, das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber vielleicht hat sich ja der Geschmack jetzt auch nochmal verändert nach 2 Wochen Reifezeit. Ich mach das so. Welcher Tröpfler ist das? Das ist der Drop Solo. Nicht der beste Tröpfler, aber halt einfach sehr einfach zu mickeln. Das Sandwich Eis. Das ist mega lecker. Ich mag ja jetzt sogar einen Teig, hier ist aber ganz klar eine Teignote raus zum Schmecken und die schmeckt gut. Das schmeckt wie wenn jetzt so ein Sandwich-Eis, also so ein Eis, das sind ja die kleinen Eisstücke, wo Vanille, Erdbeere und Schoko mit drin ist. Oben und unten drauf so eine Waffelschicht und die Waffelschicht, die schmeckt ein bisschen vermenscht, wie wenn sie schon komplett durchgeweicht ist und total im Vordergrund. Vanille schmecke ich raus, die Erdbeere ganz leicht im Hintergrund. Die Schokolade, die vermisse ich tatsächlich ein bisschen was. Oh, die Musik, die ist mir jetzt gerade zu aggressiv. Spul mal vor. Also das Sandwich-Eis, würde ich sagen, das ist sehr gut beschrieben. Das schmeckt tatsächlich wie wenn ich das Eis hätte. Aber das Eis halt, oder das Sandwich selber ist so ein bisschen vermatscht. Nicht mehr knusprig, sondern, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, halt einfach ein bisschen matschig. Und trotz, dass ich eigentlich keinen Kuchen und keinen Teig mag, würde ich sagen, das ist echt lecker. Der Crabtex. Servus. So. Colada ist keins drin. Könnte mir vorstellen, dass das zum Eis sogar noch dazu passen könnte. Süßegrad Skala 1 bis 10. 3,5, also es ist nicht süß. Oder nicht übertrieben süß. Coolnote von 1 bis 6 halt. Würde dem jetzt eine 2 geben, gut. Die Geschmäcker könnten noch ein bisschen intensiver rüberkommen, meiner Meinung nach.
Kann man definitiv weiterempfehlen. Ist jetzt aber nicht so gut, dass ich sagen würde, ich kaufe mir das nochmal nach. So. Frische Watte, dass wir das nächste weitermachen können. Das Pistazien, das war direkt nach dem Anmischen eigentlich schon richtig lecker. Da hat man die Pistazien sehr gut rausgeschmeckt. Bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt ist. Warte mal, ob da eigentlich irgendwo Geschmacksbeschreibung dabei ist. Ja, Geschmack hat oben mit drauf. Erdbeer, Vanille, Schokolade. Waffel. So, da war jetzt ganz klar die Waffel im Vordergrund. Was denn hier drauf? Pistazien, Vanillepudding, Creme. Afex Christian hostet dich jetzt. Christian, danke für deinen Host. So. Bin jetzt mal gespannt, wie mir das schmeckt. Die Pistazien schmeckt mir ganz klar raus. Vanille schmecke raus, aber der Pudding könnte jetzt ich so eigentlich nicht finden. Aber es ist echt lecker. Kilometer, du hast doch vorher auch schon geschrieben, ne? Servus Kilometer. Die Pistaziencreme, die ist echt gut. Schmeckt ein bisschen herb. Also das Cremige schmeckt mir raus, die Pistazien schmeckt mir raus, den Pudding, den vermisse ich ein bisschen, schmeckt aber echt lecker. Also Colada auch wieder keins drin. Süßegrad von der Skala 1 bis 10 würde ich dem jetzt echt nur eine 2,5er geben, also es ist nicht süß. Ist sehr cremig, die Pistazien ist ganz klar im Vordergrund. Und Schulnote. Kriegt das jetzt von mir, also ist eine persönliche Benotung von mir, 1,5, also das hier wäre auf so nicht übersüßte Sache statt, der wird es mögen, also ich finde es echt lecker, da kommt auch so eine ganz leichte herbe Note von der Pistazien Nuss mit drüber. Irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, irgendwie ein bisschen ein anderes Liquid. Also ich finde es echt lecker.
So. Und ich warte noch ein bisschen Trockendampf, weil jetzt nochmal nachtröpfelt. Die leichte Röstnote ist sehr gut. Es wird wahrscheinlich die Röstnote sein. Und dann noch die Creme dazu. Also es ist echt, würde jetzt einfach mal sagen, was Besonderes. Mega lecker. So, frische Watte rein, da kommen wir zum letzten zum Zitronentee. Könnte aber auch die Röstnote sein. Ja. Hey. Ich find's cool. Also übersüßte Aromen haben wir ja genug und das ist, glaube ich, auch das Erfolgskonzept von Tom Clarks, weil Tom Clarks hat jetzt tatsächlich ein Aroma oder viele Aromen, wo halt nicht an die pappsüße Dinger anlehnt. Und bei der Pistaziencreme, da könnte ich mir echt vorstellen, dass das auch MTL richtig lecker ist. Kommen wir zum letzten, zum Zitronentee. Wir schon da die Geschmacksbeschreibung. Zitrone, grüner Tee, dezente Kühle. Also bei dem weiß ich nicht, das habe ich direkt getestet nach dem Anmischer. Da würde ich sagen, der Geschmack hat sich jetzt minimal verändert. Das also das einzige Aroma von den drei, wo man direkt tatsächlich dampfen kann. Anmischer, Losdampfer. Beziehungsweise hat man eigentlich alle drei können. Aber hier hat sich der Geschmack meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr verändert und die schmeckt alles tatsächlich raus, so wie es beschrieben ist. Es ist eine sehr dezente Kühle mit dabei. Der Zitronentee, der schmeckt tatsächlich nach, wie wenn ich jetzt ein Glas Wasser nehme und die dort Zitronensaft reinpresse. Nur der Saft ohne Fleisch. Und der grüne Tee, der schwingt auch noch ganz leicht im Hintergrund mit. Dann hier bloß euer Problem, die Kühle ist im Drop Solo sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil der Drop Solo, der schluckt das Cola da raus. Hier würde ich sagen, jetzt ein Cooling-Effekt von der Skala 1 bis 10, eine 1. Wenn man andere Verdampfer würde ich wahrscheinlich eher sagen, eine 2 bis 3. Süßegrad-Skala 1 bis 10. Auch sehr dezent, eine 3. Schulnote. Schulnote kriegt es von mir tatsächlich eine glatte 1. Also das ist ein Aroma, wo ich sagen kann, das werde ich mir wahrscheinlich nochmal nachkaufen. Das ist echt lecker. Das ist echt verdammt lecker. So, durch mit dem Aromatest.